Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen. Ja, auch heute schon wieder ein bisschen verspätet. Gestern gab es gar nichts, deswegen gibt es heute die Folge von gestern und morgen gibt es die von heute. Also, ja, das musste ich jetzt leider ein bisschen verschieben, das Ganze. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wir hatten dann nämlich ein dezentes Problem. Nämlich, das Problem war ganz einfach. Oh, hier steht der Mitrescher im Weg. Den sollten wir dann auch nochmal wegbringen. So, wieso ist der offen? Kann ruhig das Rohr wieder einklappen. So, denn ja, also wie gesagt, das Problem an sich war jetzt bei uns erstmal, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich hier es richtig rummache. Ich habe gestern den 200 Liter Wasserspeicher angeschlossen, der ja an unserem wassergeführten Kaminofen dann ist. Der soll dafür sein, uns das Duschwasser aufzuwärmen. Hat auch alles geklappt, war gar kein Problem soweit. Ups. Ne, magst du nicht ankuppeln? Doch, so. Hat wie gesagt auch alles soweit funktioniert. Ja, dafür musste ich natürlich das Hauptwasser abstellen, ne? Und das sind zwei Hähne bei uns, weil ich nicht genau wusste, welcher jetzt welcher ist. Und ja, als ich die wieder aufgedreht habe, ist da auf einmal das Wasser rausgelaufen. Das heißt, die alten Teile waren ein bisschen undicht. Ja, das war natürlich nicht ganz so schön. Ja, Wasserspeicher muss ich auch noch was nachdichten, aber das andere mit dem Hauptwasserhahn ist natürlich blöd. Also musste ich dann erstmal gestern mit der Freundin die Sauerei wegmachen. Dann haben wir Versicherung angerufen, haben geguckt, dass wir jetzt so kurz vor Weihnachten sozusagen noch einen Installateur bekommen. Da haben wir auch jetzt Glück gehabt. Also morgen früh kommt schon jemand, der das Ganze wieder in Ordnung bringt. Mit der Versicherung ist auch alles geklärt. Und ja, dann ist das hoffentlich alles in trockenen Tüchern, ne? Von daher war ich gestern ein bisschen anderweitig leider beschäftigt. Und ihr wisst, ich mache das selten, aber in so einem Moment geht halt Real Life dann definitiv vor. Und wenn ich mal keine Folge online stelle, aus irgendeinem Grund, dann schreibe ich das in meinem Kanal im Diskussionsbereich rein. Da könnt ihr dann also jederzeit nachlesen, wenn was nicht kommt, warum es da eine Verzögerung gibt. Habe ich gestern auch gleich gemacht. Weiß nur nicht, ob es jetzt überhaupt viele Leute gelesen haben oder nicht. Aber jedenfalls, da könnt ihr dann immer diese Infos nachlesen. So, genug davon. Jetzt gehen wir mal hier an den Kollegen. Ja, da sollte ich jetzt erstmal gucken. Müssen erstmal hier aufsteigen. Achso, das ist ja wieder dieses Ding da, genau. Also zum einen erstmal Rohr einfahren, dann die Stützfüße. Achso, das ist schon, das sah eben aus, als ob es schon ausgeklappt wäre. So, und wir müssen jetzt erstmal hier zurückfahren. Wir wollen ja heute mal was Neues probieren. Wollen ja mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass ich da vielleicht richtig rum ranfahre. Ne, wollten wir probieren, ja, etwas längere Stämme einfach zu häckseln. Weil ich habe ja beim letzten Mal doch dann die Stämme etwas größer gelassen. Mal gucken, wie wir uns da am besten hin positionieren. Ich glaube, so ist ganz okay. Dann klappen wir jetzt mal die Stützfüße aus. Denn, gucken, macht er das auch, wenn ich nicht drauf sitze? Sieht gut aus. Denn dann ist es natürlich weniger Arbeit, ne? Dann brauchen wir nicht so viel zu schneiden. Und vielleicht greift er die auch dann ein bisschen besser. Denn, ja, so richtig hundertprozentig habe ich das ja auch noch nicht im Griff. Und das möchte ich natürlich auch noch testen, beziehungsweise etwas verbessern. So, dann springen wir mal hier rauf. So, jetzt gucke ich gerade nochmal. Hier gibt es ja diese andere Cockpit-Ansicht. Halt. So. Okay. Dann erstmal den Häcksler einschalten. So, dann ist ja das Ganze wieder hier über die Maus gesteuert. Da muss man sich auch erstmal wieder hier so ein bisschen. So, dann passt es. Und jetzt bin ich gespannt. Achso, das Rohr ist noch gar nicht ausgeklappt. So, mal gucken, ob er das auch gleich findet. Ja, sieht gut aus. Und ich will jetzt ja mal versuchen, hier diesen Stamm im Prinzip, halt, so rum nicht, so rum, diesen Stamm hier sozusagen in einem da drauf zu packen. Ist zwar auch so ein großer Kavenzmann, aber vielleicht haben wir Glück und können den hier an dieser Stelle gut greifen. So, wir probieren das jetzt mal. Nee, das klappt natürlich wieder nicht, ne? Also große Stämme scheinen echt ein Tabuthema zu sein. Ich kann es zwar jetzt nochmal probieren über die Variante, aber ich befürchte schon fast, dass das auch nichts wird. So, dann wollte ich die andere Ansicht, genau diese nehme ich nochmal testen. Die hat mir ja der Sergeant Latz hier noch freundlich empfohlen. Denn ja, da hat man natürlich die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen besser sich anzugucken. So, hier könnte ich ihn vielleicht greifen. Gucken, kriege ich ihn auch hochgehoben. Oh, tatsächlich. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt hinhaut. Ich glaube, ich sollte den dann gleich mal drehen. Oh, wenn das jetzt funktioniert, das wäre Bombe. So.
Oh, das sieht eigentlich schon gut aus. Er transportiert sich auch, aber nicht so, wie wir wollen. Das war dann, ja, hoppla. So, ein ganz guter Versuch. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Ah, das ist für eine Perspektive hier. So, dass wir den Knaben noch ein bisschen, ja, vielleicht hochgehoben kriegen. Weil das klappt, aber im Moment steht er natürlich verflucht blöd. Oh, die Perspektive geht mir gerade tierisch auf die Nerven. So. Also werden wir nochmal versuchen, das auf und zu zu machen. Da gab es auch nochmal eine Frage, wie das gemacht wird. Beide Maustasten gedrückt halten und dann vor oder zurück mit der Maus, damit geht das. Und das Drehen ebenfalls beide Maustasten gedrückt halten und dann ganz einfach die Maus nach rechts oder links ziehen. So, jetzt drehen wir das noch ein bisschen rüber. So, mal gerade gucken, wie wir da jetzt stehen. Ah, das ist also echt nicht ganz so optimal. Mir wurde ja immer noch empfohlen, dann doch vielleicht diesen anderen Mod nochmal auszuprobieren. So, machen wir nochmal auf. Ah, da kommen wir nicht ran. So, versuchen wir es mal auf die Art. Ein Stück rüber, vielleicht ganz hinten am Ende, dass wir da eine etwas dünnere Ecke erwischen. So, da noch ein Stück rüber und dann vor. Mal gucken, ob wir ihn da gekriegt. Ah, der, wieso rutscht der da weg? Geht ja nur darum, den ganz leicht anzuheben, damit er hier rein kann. Ah, fast hatten was. Oh Gott, also das wird echt Mist. Ja, klappt so nicht. Das heißt, da haben wir jetzt natürlich gleich das nächste Problem. Wie kriegen wir den jetzt wieder runter, den Stamm? Ich versuch's mal auf die Art. Halt, dafür muss ich aber noch ein Stück rüber. So. Vielleicht hier runter. Wow. Nee, das klappt hinten und vorne nicht. Also jetzt haben wir erstmal das nächste Problem. Ich könnte gerade ein bisschen mich aufregen. Also der dicke Stamm leider geht dann auch nicht. Machen wir jetzt mal so rum. So, fahren wir jetzt mal ein Stück vor. Ich habe nämlich keinen Bock jetzt hier eine halbe Stunde rumzumachen, ohne dass wir auch nur einen Stamm bewegt haben. So, dann fahren wir hier am besten noch ein Stückchen hinter. So, klappen das Ganze wieder aus. Jetzt sollte es zumindest aber mit den neuen, kleineren Stämmen probieren. Denn ja, ich möchte natürlich auch hier vorwärts kommen, ne? Also wir sind hier nicht nur am Austesten, sondern ich möchte natürlich auch irgendwann einen Erfolg erzielen. Aber ich denke so nach und nach echt immer mehr darüber nach, euren Tipp vielleicht doch noch anzunehmen und zu sagen, okay, wir versuchen es vielleicht echt mit dem Mod, weil der Häcksler, ja, ist nicht ganz so mein Ding. Egal welche Kamera. Ah, hier ist wieder ein Zuklappen. Bleibt doch offen. So, einschalten, ich hab's heute. So, einmal runter. Ein Stück nach links. So, damit kriegen wir aber den zumindest schon mal gegriffen. So, und jetzt wollte ich ja mal probieren, ob das hinhaut. Dass wir den direkt häckseln lassen. Jetzt ist die Frage, mit der kurzen oder mit der langen Seite rein. Dafür geht aber die Ansicht wieder nicht. Gehen wir hier mal raus. Wenn ich den jetzt so reindrehe, müsste das eigentlich ja funktionieren. So, noch ein Stück runter. Halt, nach links müssen wir. So, ja. Jetzt versuchen wir den mal langsam ranzuziehen. Mal gucken, ob der auch häckselt dann. Am besten die Richtung. Oh Gott, ich stelle mich da, glaube ich, gerade ein bisschen zu blöd an. Weil ich sehe auch noch nicht, dass der irgendwo was häckselt. Ah, eben macht er was. Und dann ziehen wir den mal langsam ran. So. Okay, also ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Können wir höchstens da mal probieren, ob es vielleicht andersrum besser geht. So, jetzt hängt er schon wieder da drüber. Ja, der hängt ja total falsch hier. So, wir müssen ja viel weiter runter. Ein Stückchen nach links nochmal. So. So, jetzt müsste das eigentlich dann klappen. So, und jetzt mache ich einfach mal auf. Mal gucken, ob das. Ja, klar. Funktioniert, wollte ich gerade sagen, aber haut natürlich wieder nicht hin. Ja. Okay. Also, dieser Versuch schlug fehl. Das heißt, vielleicht dann mit dem kurzen Stück probieren. Das wäre jetzt noch eine Alternative. Und ich kriege hier gleich die Krise wegen dieser blöden Kameraperspektive. So, also machen wir den mal auf. Das heißt, wir müssen das anders machen. Wir müssen im Prinzip dann mit dem kurzen Stück ran. So, müssen wir hier mal richtig die Reichweite etwas ausnutzen, weil ansonsten klappt das nicht. Vor allem nicht, wenn wir die Luft greifen. Oh, ey, Leute. Ja. So. Na also, es geht doch. So, und dann nehmen wir nämlich jetzt einfach mal die kurze Ecke und versuchen den mal einfach ranzuziehen.
So, einmal hier runter. Ich hoffe, das klappt jetzt soweit. Wenigstens schon mal ein bisschen drehen. Noch weiter ablassen. So, und jetzt gucken wir einfach hier, wo wir sind. So, und jetzt müsste das hier eigentlich dann gleich passen, hoffe ich. Ne? Jetzt will er wieder nicht. Also das ist echt strange hier. So, wenn ich jetzt aufmache, passiert dann was? Nö, passiert gar nichts. Oh doch, eben zieht er, aber er zieht ihn falsch. Okay, also das klappt noch nicht. Das heißt, hier nochmal vielleicht ein bisschen anheben. Oh, was ist denn das, Leute? Also heute ist echt nicht mein Tag. So, jetzt nochmal ran. Musst du mal gehen hier mit der Mutti. Gibt's doch nicht. Ist den eigentlich etwas ungünstig noch? So. Genau, jetzt sieht's gut aus. Jetzt mal langsam runter lassen das Ganze. Jetzt müsst ihr ihn ja eigentlich dann reinziehen. Ich mache jetzt mal auf. Und er zieht ihn wieder nicht ein. Also, das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, dann ziehen wir den hier mal ein Stückchen raus. Ah, jetzt fängt er an zu fräsen. Ja, auch interessant. Ja, der erkennt das ansonsten anscheinend nicht so richtig. So, jetzt nimmt er aber so langsam an. Ja, das Problem ist, wir stehen hier auch etwas blöd, weil ich nämlich hier das mit dem Schwerpunkt gerade nicht berücksichtigt habe. Mekwuragus Worte, ne? Denk an den Schwerpunkt, Junge. Aber wenn man natürlich... Ah, nee, 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 nee. Bleib schön da. Na, jetzt ist er wieder fort. Ach, Mann. Also, das ist echt nicht gut gelaufen heute. Das gefällt mir gar nicht. So, ich probiere es jetzt noch mit einem anderen. Ich glaube, wir sägen das dann doch lieber besser wieder in kleinere Stücke. Weil das klappt nicht so ganz, wie erhofft. Oder ich stelle mich einfach zu blöd an. Schreibt es mal in die Kommis. Ich weiß, dass ich jetzt dafür wahrscheinlich heute kein großes Lob kriegen werde. Weil ich habe mich da echt ein bisschen bescheuert gestellt heute. Aber, ja, keine Ahnung. Irgendwie mag der nicht so, wie ich das mag. So, drehen wir nochmal. Jetzt probieren wir es nochmal auf die Schiene. So, jetzt müssen wir im Prinzip hier hoch, da runter. So, jetzt probieren wir es nochmal, ob er ihn jetzt anzieht. Also der Kran und ich, wir werden keine Freunde. So, jetzt mache ich nochmal auf, mal gucken. Jetzt müsste er aber einziehen. Jawohl, auch der erste Stamm, der funktioniert. Und die Kameraperspektive nervt mich immer noch. Warum switcht der da so hin und her? Verstehe jetzt nicht. Gut, also das klappt. Das müssen wir aber in der nächsten Folge natürlich noch ein bisschen verbessern. Denn so kommen wir da nicht weit. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Also diese Kameraführung ist echt für die Füße. Ich probiere das jetzt nochmal aus der hier. Aus der Ansicht. So. Den hoch, den runter. So, weil da ist natürlich räumliches Gucken gefragt. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. So, ja, ist ja auch ein kleines Zäpfchen, ne? Also die richtig großen Stämme scheinen damit echt nicht zu gehen. Also von daher glaube ich, echt langsam ist die beste Idee, wie ihr gesagt habt, ganz einfach den anderen Mod mal versuchen. Ich muss mal gucken, der Martin hatte mir den schon aufgeschrieben, wo ich den am besten dann runterlade. Beim Mod-Hoster, das weiß ich. Aber, ja. Und, nimmst du den? Jawohl, ha, funktioniert. Ich muss mir den genauen Link nochmal raussuchen. Da gucke ich dann nochmal. Oder falls ihr dann nochmal Tipps und Tricks habt, wie man das Ding hier ein bisschen besser steuern kann, dann sagt mir bitte mal Bescheid. Weil das hier ist echt ein Krampf im Moment. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nur so blöd bin und mich deswegen so anstelle. Aber irgendwie bin ich damit nicht sehr zufrieden. Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. So, nochmal drehen. So, jetzt können wir den eigentlich... Oh Mann, was will der? Einfach ein Stück nach unten, so ein Stückchen nach links. So, jetzt müsste doch einfach zu greifen sein. So, da haben wir jetzt nochmal einen Stamm. Den probieren wir jetzt heute nochmal. Das ist auch, wow, ein ganz langer. Ein richtig langer. Da sehe ich jetzt schon wieder kommen, dass das auch nicht hinhaut. Dann fahren wir den erstmal hier ran. Wir könnten natürlich jetzt probieren, den zu drehen und so rum reinzusetzen. Oh Gott, das wird kein normaler Bauarbeiter oder Holzfäller so machen. So, jetzt bitte einmal häckseln. Ja, und kriegt das klein geschnitten. Ja, aber das sieht auch noch nicht so richtig gut aus. Ich bin doch hier gerade völligst im falschen Winkel.
Gerade mal schauen, wenn ich hier jetzt hochgehe. Boah, also diese Perspektive, die stört ein bisschen. So, machen wir hier den mal runter. Na komm, geh rein. Ja, geht doch. Ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Nur, dass er ihn vielleicht jetzt noch komplett ranzieht. Das wäre am besten gewesen. Gut, aber wir können das jetzt nochmal nachziehen, glaube ich. Den müssten wir ja eigentlich ohne Probleme kriegen. So, einmal darunter, einmal zupacken. So. Und dann müsste der den ja jetzt... Genau, es geht doch. Es funktioniert doch so halbwegs. Gut, also den Stamm haben wir auch nicht gut hingekriegt. Ich mache jetzt hier mal den ganzen Käse aus. Mal gucken, ob wir überhaupt was jetzt groß geschafft haben heute. Aber immerhin, wow, 4796 Liter gehäckseltes Hammer zusammengebracht. Die Sämaschine, da muss ich jetzt gerade mal gucken, ist die jetzt fertig oder hängen geblieben? Nee, da müssen wir auch nochmal ansetzen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja, sorry, dass das heute alles nicht so funktioniert hat. Ich hoffe, in der nächsten Woche gehe ich da mal ganz ruhig und dezent ran. Dann gucken wir mal, wie wir da ein bisschen was hinkriegen. Ich glaube, ich säge das dann doch ein bisschen kleiner, denn ansonsten bin ich nächstes Jahr noch dran mit Hackschnitzel für den einen schwulen Baum. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus und tschüss.